Heute zeigen wir euch, wie man einen Umzug macht mit einem VW Crafter. Wir sind jetzt in Zürich, steht da oben drauf. Jetzt machen wir einen Umzug und leiht uns einen Crafter. Mal gucken, was er ist. Praktische bei Europcar. Dann gucken wir, wie einfach das ist. Wahrscheinlich ist das der da. Das sieht schon. Also, parken kann man in der Tiefgarage. Und ganz wichtig, man haftet, die Haftung zählt nicht, wenn man mit einem großen Wagen hier in die Tiefgarage fährt und die hat 2,80 Meter, hat keine 2,80 Meter und das Auto ist ein Cabrio, dann zahlt man selber. Öffnungsklappe. Riesenraum. Das sogenannte Crafter mit Guckloch, weil wenn man die Gefangenen hinter transportiert. Abstand dürfte es gute 3 Meter oder so. Holz ausgekleidet. Also super. Richtig. Wollen wir nur da rechts? Ja. Unseren Wischer holen wir auch. VW oder was? Ja. VW Crafter Diesel. Großes Hinweisschild. Hier zahlt man selber, wenn man reinfährt. Und ich kann euch nur sagen, da ist man nicht der Erste, der da reinfährt. Da kennen wir schon andere Kandidaten. Da sieht man mal den Unterschied zum VW, zum Busle. Das Busle passt noch locker rein. Wichtig ist dieser Träger, der da hinten. Wenn sich der Junge eingesperrt hat, hier innen drinnen, gibt es eine Klappe zum wieder rauskommen. Ne, da ist eine Klappe, guck mal. Ja, schlau, die Bube. Super zum Einrasten. Also einfach, die haben schon was Gutes gemacht. Hier, dass es nicht die Tür immer kaputt geht. Machen wir mal eine Rundumsicht. Der ist schon angedellt. Bevor ich los war, mache ich immer eine kleine Rundum-Inspektion und mache überall Fotos, damit es nachher keine Probleme gibt. Mit Winterreifen drauf. Für Anfänger kann ich immer empfehlen, so einen Wischer mitzunehmen und die Scheibe sauber zu machen, weil man haftet ja fürs Auto komplett. Und da ist immer sinnvoll, dass man nicht einfach losfährt, weil man Versicherung hat, sondern dass man die Karre zuerst sicher freie Sicht verschafft und nicht so arg aufgeregt ist, nur weil man jetzt mal schnell eine Karre hat. Und deswegen ist natürlich aber dem einen den Schaden da gewesen. Und da. Und so. Dann haben wir bei geöffneter Tür die Dieselklappe mit AdBlue. Sehen wir gleich auf Anhieb, haben wir ja schon gelernt. Schöner Stahl. Verschließ, Automatismus. Sitze sind leicht dreckig. Stört aber nicht, das ist ja ein Handwerksfahrzeug. Dann Ausstattung ist ganz normal VW. Das heißt, ganz normale Pedale drin, das heißt Kupplung, Bremse, Gas. Hier aber der Zählerstand, den müssen wir nachher auch gleich auf Null stellen. Licht, Scheibenwischer, Licht ist auf Automatik eingeschaltet, das ist wichtig. Scheibenheber, das ist hier mit der Scheibenheizung, den kann man so drinnen lassen. Scheibenheber, Türverschließ-Automatismus. Aircondition, 3 Sitze mit Beifahrer. Oh, und oben Ablagefach. Das fliegt dann alles raus, wenn man Vollbremsung macht. Was haben wir noch? Airbag. Oh, und da vorne haben wir auch Kruschelpaket. Also, ja, mein Gott, super. Mal Zündung, Schlüssel rein. Schlüssel haben wir gekriegt. Einmal Schlüssel rein. Diesel starten. Mit Blaupunkt Radio. Zündet super.
Also, Kilometer haben wir auf 0 km/h. Unser Trip auf 0 setzen. 150 Kilometer sind exklusive drin, inklusive drin. Tanken muss man anschließen, wenn man zurückkommt, bevor man das Fahrzeug abstellt, am besten tanken. Ich mache mal die Innenlüftung auf, dass er Scheibe frei hat. Macht er das oder nicht? Aircondition, Max. Scheibe, da ist die Scheibenheizung. Weil ich merke jetzt noch nichts von wegen. Also höre ich da nichts. Ja, stopp. Also, ganz normal Windanlage, Lüftungsanlage, Haltungsklappe. Also, und los geht's, oder? Robin kann von mir mal ein Video machen, wie man fährt. Der Schaltung ist der Rückwärtsgang, indem man hier hochzieht und dann der Rückwärtsgang rein tut. Oh, da geht sogar hier Piep-Piep an. Ist auch praktisch. Also, aber wir machen jetzt erstmal das Navi. Ne? Große Empfehlung, ein Navi mitnehmen und nicht in Unterführungen reinfahren, niedrige. Eingebautes Navi. Fahrtroute, los geht's. Mag schon sein. Handbremslöser. Das ist schon. Kann mal losfahren. Fährt wie Auto. Ja! Hier, wir fahren da lang. Profi fährt immer da lang. Wie das Busle. Hier kriegst du mal ein Handy. Muss links. Wenn man hier mal parkt, ist, dass man immer diese Dings einfährt. Das heißt, den hier, die wird immer abgefahren. Weil immer die ganze Busle, die haben der Spiegel auf der gleichen Höhe und fahren es dann ab. Das ist jetzt ein IKEA-Bett. Wie sind IKEA-Bette aufgebaut? IKEA-Bette sind an der Stirnseite mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt. Mit einer Sicherungsschraube in der Mitte. Greifen wir jetzt erstmal die Schraube raus. So, wir haben das verstaut. Bett. Ja, mach noch. Bett verstaut. Wir könnten jetzt zwar die andere Sache auch noch einpacken, aber wir haben keine große Reisestrecke. Und was man auch immer bedenken sollte, man sollte irgendwelche Spanngurte mitnehmen, mit denen man das Zeug verstauen kann. Das habe ich hier auch nicht dabei. Das heißt, das muss man nachher solche Gurte mit so Gurte quer. Die haben aber keine Halterungen mit dabei. Also da sind oben keine Löcher drin, um das Material zu verzurren. Ist ein bisschen schade drum, aber da sei es drum. Okay? Und dann, Feststellung, wenn die Lichter an sind, dann muss man natürlich auch eine gute Batterie haben. Und drin ist, Bett ist verstaut, man sieht Bett, da hat man immer noch Platz, hier raus, Spiegel, Schreibtisch, alles klein groß. Thank you.
Wir müssen aber da oben rein. Karre ist voll, da kommt man nicht durch.